2020 bin ich Teil der Körperstolz-Kampagne des BVMed, die ihr zum einen online, aber auch in den Straßen von Berlin finden könnt. Eine Kampagne, die der Politik und der Öffentlichkeit zeigen möchte, wie wichtig moderne Medizintechnologie heutzutage für chronisch kranke Menschen ist. Denn dank unserer technischen Assistenten können wir heutzutage ein viel besseres und ruhigeres Leben mit unserer Erkrankung führen. Und wer weiß, wohin uns die Forschung in Zukunft noch bringt. Außerdem sendet die Körperstolz-Kampagne ein weiteres ganz tolles Signal. Und zwar, dass man auch mit chronischer Erkrankung und technischen Helfern am Körper selbstbewusst, sexy und mutig durchs Leben schreiten kann. Vielleicht sogar gerade deswegen, denn eigentlich stehen sie sinnbildlich nur für die Herausforderungen und Leistungen, die wir tagtäglich meistern. Und unterm Strich sollte das etwas sein, worauf wir alle sehr stolz sein können. Diese Botschaft senden dieses Jahr auch Ingrid Hartmann, die mit Dystonie lebt, und Erik Blumhagen, der einen Immundefekt hat und von seiner Homecare-Managerin Iniko Baum unterstützt wird. Als ich 2014 mit Typ 1 Diabetes diagnostiziert wurde, waren es vor allen Dingen die Diabetes-Blogger und Bloggerinnen online, die mir sehr viel Mut gemacht und viel Kraft gegeben haben. 6 Jahre später blogge ich selber, habe online sehr viele Freunde gefunden und hoffe, dass ich als Teil dieser Kampagne etwas zurückgeben kann. Vielleicht wurdest du gerade mit Typ 1 Diabetes diagnostiziert oder lebst schon etwas länger damit und dir fehlt einfach der Austausch. Und wenn das so ist, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dass du dich mit Leuten online vernetzt. Schreibe auch gerne mich an, wenn du Fragen zum Thema Reisen mit Diabetes hast, und du wirst schnell merken, du bist da draußen nicht allein damit. Und zum Abschluss nochmal ein Riesendank an BVMed und alle Leute, die beim Fotoshooting vor Ort waren. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, war eine tolle Erfahrung, und ich hoffe, dass wir mit der Kampagne Körperstolz auch dieses Jahr ganz, ganz viele Menschen da draußen erreichen. Das war's von mir. Ganz, ganz liebe Grüße, Michi.